Wir haben international einige Schritte unternommen in London. Wir werden vor der Bundestagswahl in Pittsburgh noch weitere Schritte bei dem nächsten Treffen unternehmen. Aber ich sage auch, ich sehe mit Sorge, dass je stärker einige der Akteure auf den internationalen Finanzmärkten werden und je größer die Not der Staaten ist, weil sie in eine Verschuldung gehen mussten, um die Volkswirtschaften zu retten, eine alte Arroganz sich wieder wegbahnt und sagt, ihr seid doch von uns abhängig. Und ich darf Ihnen für mich persönlich sagen, es ist mir ein festes Anliegen. Und auch wenn es intellektuell gar nicht so einfach zu erreichen ist, wie man denen auf die Schliche kommt, ist mir ein festes Anliegen, intellektuell, dass wir als Politik aus dem Erpressungspotenzial einzelner Akteure herauskommen müssen. Es darf nicht wieder passieren.